Trotzdem war die Nationalgalerie entwendet des Spitzweggemälde der Amorée, dessen Wert auf mehr als 2 Millionen Mark geschätzt wird, ist wenige Stunden später dem Museum zurückgegeben worden. Die Tat wurde von einem 30-jährigen Mann ausgeführt, der sich als Kunststudent aus Amsterdam ausgibt und gegenwärtig von der Polizei verhört wird. Von der Vernehmung wird Aufschluss über Ziel und Hintergrund der Aktion erwartet. Die staatlichen Museen preußischer Kulturbesitz, zu denen die Nationalgalerie gehört, vertraten in einer Pressemitteilung die Ansicht, es sei wohl nicht um einen kriminellen Akt gegangen, sondern um eine demonstrative Handlung. Über den Tathergang wurde folgende Darstellung gegeben. Während der Besuchszeit der Nationalgalerie wurde das Spitzweggemälde von dem Täter von der Wand gerissen, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Obwohl die Aufseher die Verfolgung sofort aufgenommen und den Täter vorübergehend festhalten konnten, habe dieser sich wieder losreißen und flüchten und später in einem bereitgestellten Auto entkommen können. Da ist eine kriminelle Berührung in der Kunst. Beschreibung der Aktion. Erstens. Ich hänge vor dem Haupteingang der Hochschule der Bildenden Künste eine Fotofahne, 2,50 Meter bei 2 Meter, Motiv, Reproduktion des Spitzweggemäldes Der arme Poet. Zweitens, ich fahre mit eigenem Wagen zur neuen Nationalgalerie. Drittens, parke Wagen an der Rückseite der neuen Nationalgalerie. Viertens, gehe in die neue Nationalgalerie. Fünftens, entferne aus der neuen Nationalgalerie das Gemälde von Karl Spitzweg, Der arme Poet. Sechstens, ich laufe aus der neuen Nationalgalerie zu meinem Wagen. Siebtens, fahre in Richtung Berlin-Kreuzberg. Achtens, stelle Wagen ab, 800 Meter vor dem Künstlerhaus Britannien in Berlin-Kreuzberg. Neuntens, laufe mit dem entfernten Spitzweggemälde weiter zum Künstlerhaus Britannien. Zehntens, hänge vor dem Haupteingang des Künstlerhaus Britannien eine Farbreproduktion des Spitzweggemäldes Der arme Poet. Elftens, ich laufe vom Künstlerhaus Britannien 150 Meter weiter mit entferntem Spitzweggemälde in die Muskauer Straße. Zwölftens, ich betrete ein Haus für Gastarbeiterfamilien. 13. Ich gehe in die Wohnung einer türkischen Gastarbeiterfamilie. 14. Hänge das entfernte Spitzweggemälde Der arme Poet in der Wohnung der türkischen Gastarbeiterfamilie an die Wand.
Sie wissen ganz genau, dass Sie ohne schriftliche Prüfung der Direktion keine Führung mehr machen. Das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Wir dürfen ohne Gemüse. Nein, das dürfen wir nicht. Es gibt nur die Vorlage. Für 16 Millimeter ist das gesagt worden. Das ist doch falsch. Ich glaube, es wird die Richtstelle falsch für Informationen abgeben. Es gibt eine klare Anweisung, die Ihnen nach oben von den Leuten gesagt worden ist. Wenn Sie es denen anders gesagt haben, stimmt das nicht. Ja, wir haben bekommen, dass wir Aufnahmen gesagt bekommen haben. Herr Rodisch hat gesagt, er ist ablehnend, dass Sie hier drei Aufnahmen machen für diese Unleihgeschichte, und dabei bleibt. Uns wurde gesagt, dass bewegliche Bilder, das Film gedreht werden darf, solange kann ich auch mal da. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist nicht erlaubt, hier Filmaufnahmen zu machen, ohne Erlaubnis der Direktion. Die Erlaubnis haben Sie nicht, also brechen Sie es bitte ab und hören Sie damit auf. Das ist endgültig und auch also mit aller Autorität dieses Museums Ihnen gegenüber ausgedrückt. Bitte lassen Sie das Museum mit Ihrer Kamera, Sie können die Kamera an der Garderobe abgeben und können hier das Museum so lange besuchen, wie Sie wollen.
Haus Britannien gehört. Zum Künstlerhaus Britannien ist die Ausgabe. Da ist die Bild. Und bitte. Ich kann mir mal nicht. Ich werde wahrscheinlich haben. Du musst die Bilder so freundlich sein, wenn ich sie freundlich war, hier vor Ort zu holen. Wir haben Homisch, den Direktor des Museums. Als 2 Millionen Mark geschätzt wird, ist wenige Stunden später dem Museum zurückgegeben worden. Die Tat wurde von einem 30-jährigen Mann ausgeführt, der sich als Kunststudent aus Amsterdam ausgibt und gegenwärtig von der Polizei verhört wird. Von der Vernehmung wird Aufschluss über Ziel und Hintergrund der Aktion erwartet. Die staatlichen Museen preußischer Kulturbesitz, zu denen die Nationalgalerie gehört, vertraten in einer Pressemitteilung die Ansicht, es sei wohl nicht um einen kriminellen Akt gegangen, sondern um eine demonstrative Handlung. Über den Tathergang wurde folgende Darstellung gegeben. Während der Besuchszeit der Nationalgalerie wurde das Spitzweggemälde von dem Täter von der Wand gerissen, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Obwohl die Aufseher die Verfolgung sofort aufgenommen und den Täter vorübergehend festhalten konnten, habe dieser sich wieder losreißen und flüchten und später in einem bereitgestellten Auto entkommen können. Einige Zeit nach dem Diebstahl wurde dem Museumsdirektor die Rückgabe des Spitzwegbildes telefonisch angekündigt. Er konnte es beim Pförtnern des Künstlerhauses Britannien im Bezirk Kreuzberg unversehrt wieder in Besitz nehmen.